Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hallo Frau Kurz, hier Damasch von der Direktversicherung. Sie möchten ja bei uns eine Krankenversicherung abschließen und ich brauche da bitte noch ein paar Informationen von Ihnen, damit ich das Formular mit Ihrem Antrag dann schnell in die Zentrale schicken kann. Rufen Sie mich doch bitte unter 5345-3434 zurück. Nummer 1. Hallo Frau Ebert, Autowerkstatt Lindner hier. Es geht um Ihre Rechnung. Sie überweisen bitte erstmal uns das Geld für die Reparatur. Dann müssen Sie der Versicherung den Schaden melden. Und dann bekommen Sie von der Versicherung Ihr Geld zurück. Sie haben uns ja gesagt, dass die Polizei nach dem Unfall da war. Dann gibt es hoffentlich auch keine Probleme. Besten Dank. Nummer 2. Hallo Frau Sann, Rabach hier. Ich bin die Klassenlehrerin von Ihrer Tochter und möchte gern einen Termin mit Ihnen ausmachen. Es ist so, Ihre Tochter versteht schon sehr viel, aber sie sagt im Unterricht fast nie etwas. Es ist wichtig, dass Sie oder Ihr Mann sehr bald in meine Sprechstunde kommen. Dann können wir besprechen, wie wir Ihrer Tochter helfen können. Nummer 3. Hallo Frau Hetzel, Kleemann hier von der GASAG. Wir hatten da ja ein Problem mit Ihrer letzten Rechnung. Die war wirklich zu hoch, weil wir leider die Zählernummern vertauscht hatten. Jetzt möchten wir das korrigieren. Bitte lesen Sie also nochmal den genauen Zählerstand ab. Den können Sie dann im Internet eingeben unter www.gasag.de. Dann bekommen Sie die neue Rechnung. Vielen Dank. Nummer 4. Schönen guten Tag, Herr Bartel. Hanisch hier vom Reisebüro Hin und Weg. Leider gibt es ein Problem wegen Ihrer Reise. Der Flug nach Prag am 17.07. ist gestrichen. Es gibt auch einen Flug am 18.07., aber da müssen Sie schon um 5 Uhr morgens am Flughafen sein. Soll ich den Flug für Sie buchen? Bitte kommen Sie schnell mit Ihrem Ticket bei uns hier im Reisebüro vorbei. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen jetzt ein Stück von unserer CD des Tages, Alleine tanzen von Ich und Ich. Die Band kann man ja heute Abend live in Konzert hören. Sie spielen hier in München in der Olympiahalle. Und die super Nachricht für euch ist, wir haben 2 Freikarten für euch. Schnell anrufen unter der Telefonnummer 0800 33 22 44. Gewinnen und in München das Konzert besuchen. Nummer 6. So, und das war das Neueste von heute. Und wenn ihr wissen möchtet, was in der Zukunft passiert, dann bleibt dran. Serafina hat für euch in die Sterne geschaut und sagt euch, wie das nächste Jahr wird. Das neue Jahr wird ein Sonnenjahr. Das ist sehr positiv. Die Menschen sind offener und freundlicher. Es ist ein wunderbares Jahr für eine neue Liebe. Nummer 7. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Der Winter kommt wieder. Heute noch überall mit 10 Grad für die Jahreszeit zu warm. Aber ab heute Nacht wird es dann im ganzen Land richtig kalt. Morgen fällt am späten Vormittag der erste Schnee. Bis zum Abend dann starker Schneefall. Die Sonne sieht man dann erstmal nicht mehr. Aber dafür können wir auf weiße Weihnachten hoffen. Nummer 8. Endlich ist wieder Karneval. Im Zentrum beginnt heute um 11.11 Uhr ein großer Festumzug. Danach gibt es wie immer eine große Feier auf dem alten Markt mit Musik, leckerem Essen und Getränken. Mitbringen müssen Sie nur gute Laune. Achtung, noch eine Information für Autofahrer. Wie üblich sind schon jetzt alle Parkplätze besetzt. Fahren Sie bitte mit dem Bus oder nehmen Sie ein Taxi. Nummer 9. Und hier noch die Verkehrsmeldungen. Achtung, auf der A42 ist die Fahrbahn nach den starken Schneefällen in der letzten Nacht immer noch sehr glatt. Bitte fahren Sie vorsichtig. Freie Fahrt haben Sie wieder auf der A57, die Unfallstelle ist geräumt. Auf der A3 gibt es wegen starkem Verkehr einen Stau von 5 Kilometern zwischen Oberhausen Zentrum und Sterkrade. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Hallo Irene. Tag Wolfgang, wie geht's? Danke, uns geht's gut. Jakob ist ja jetzt auch im Kindergarten und das klappt schon ganz toll. Kommt ihr denn morgen zu dem Fest im Kindergarten? Kindergartenfest?
Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, Luise hat vor 2 Wochen mal so einen Zettel nach Hause gebracht, aber ich hatte so viel Arbeit. Ja, das kenne ich. Hast du denn trotzdem ein bisschen Zeit? Wir brauchen noch Hilfe bei der Vorbereitung. Ja, das muss dann einfach gehen. Was soll ich denn machen? Also, die Getränke haben wir schon besorgt und Caroline macht den Kuchenstand. Aber wir brauchen noch Kuchen. Alles klar, dann backe ich heute Abend noch schnell einen Apfelkuchen. Super, das ist wirklich nett von dir. Dann bis morgen. Bis morgen. Nummer 10 und 11. Schönen guten Tag, Herr Hamann. Nett, dass Sie gleich zu mir ins Büro gekommen sind. Aber das ist doch selbstverständlich. Herr Hamann, ich habe da eine Bitte an Sie. Sie wissen ja, Ihr Kollege Kleiber war jetzt 2 Wochen krank. Aber er ist doch wieder da. Ja, nur ganz gesund ist er noch nicht. Und außerdem ist sehr viel Arbeit liegen geblieben. Und wir sollen doch am Montag mit dem Auftrag für die Firma Müller fertig sein. Deshalb meine Frage: Können Sie ausnahmsweise am Samstag und am Sonntag in die Firma kommen, damit wir pünktlich fertig werden? Natürlich können Sie dann nächste Woche 2 Tage frei nehmen. Das muss ich mit meiner Frau besprechen. Ich rufe Sie gleich an und gebe Ihnen dann Bescheid. Gut, machen wir es so. Nummer 12 und 13. Guten Tag, Herr Förster. Gut, dass ich Sie treffe. Hallo, Frau Knauer. Was gibt's denn? Folgendes. Ich bin die ganze nächste Woche auf einer Fortbildung. Und na ja, da muss ich noch so einiges organisieren. Also meine Katze kann dieses Mal zu meiner Schwester. Oh, da bin ich aber froh. Ich glaube nämlich, sie mag mich nicht. Und meine Pflanzen habe ich jetzt schon zu Frau Schwab gebracht. Ich habe ja nicht so viele. Die gibt Ihnen dann Wasser. Aber wenn Sie sich vielleicht um die Post kümmern könnten, dann bringe ich Ihnen nachher gleich noch den Briefkastenschlüssel. Ja klar, Briefe beißen ja zum Glück nicht. Da geht das schon in Ordnung. Sehr nett, dass Sie das für mich machen, Herr Förster. Ganz herzlichen Dank. Gern geschehen, Frau Knauer. Nummer 14 und 15. Tag, Melanie. Wo warst du denn gestern Abend? Hallo, Leo. Gestern? Da hatte ich einen wichtigen Termin. Wie war's denn im Kurs? Ganz gut. Aber ich finde Russisch echt nicht so leicht. Nee, leicht ist es nicht. Aber schön. Du, was ist denn jetzt mit dem Fest am Samstag? Soll ich noch was helfen? Also, darüber haben wir gestern natürlich lange gesprochen. Viel brauchen wir nicht mehr. Für den Raum haben wir schon alles. Kai hat ganz tolle Fotos und Plakate aus Russland. Die können wir dann aufhängen. Und CDs haben wir auch schon genug. Dann können wir russische Musik laufen lassen. Ach, und hast du nicht noch den Film über St. Petersburg auf DVD? Den wollten wir am Anfang zeigen. Ja, klar. Den bringe ich dann am Samstag mit. Super. Bis dann. Nummer 16 und 17. Grüß dich, Susanne. Tag, Margit. Ewig nicht gesehen. Aber ich war ja auch lange im Urlaub. Ja, und in ein paar Wochen fahre ich. Wohin willst du denn? Ich möchte mal wieder nach Italien. Sardinien kenne ich noch nicht. Sardinien ist sehr schön. Da war ich schon. Wie willst du denn dorthin kommen?
Also mit dem Auto ist es mir viel zu weit und auch zu teuer bei den Benzinpreisen jetzt. Stimmt, das lohnt sich nicht. Und die Fahrt dauert auch furchtbar lang. Warum fliegst du denn nicht? Fliegen? Nee, weißt du, ich habe doch immer so Angst beim Fliegen. Ich nehme am besten den Nachtzug. Dann musst du aber schnell ins Reisebüro gehen und buchen. Die Plätze sind immer sofort ausverkauft. Danke für den Tipp, das mache ich. Tschüss. Tschüss. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Hallo und schönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass Sie Radio Live eingeschaltet haben. Gleich gibt es bei uns hier wieder die aktuelle Umfrage. Heute zum Thema, was finden Sie wichtig für die Gesundheit? Wir haben 4 Personen nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel: Gesundheit? Das ist für mich kein Problem. Wissen Sie, ich habe früher als Sportlehrerin gearbeitet. Jetzt bin ich schon seit 10 Jahren in Rente, aber ich fühle mich immer noch topfit. Und mit der Figur habe ich auch keine Probleme. Das Wichtigste ist Bewegung, egal wo und wie. Ob Sie jetzt Treppen steigen, die Wohnung putzen oder spazieren gehen. Ich fahre zum Beispiel immer mit dem Fahrrad zum Einkaufen und gehe im Sommer jeden Morgen im See schwimmen. Und im Winter bin ich einmal in der Woche im Hallenbad. Solange man immer körperlich etwas tut, wird man nicht schlimm krank. Nummer 18. Also, Gesundheit ist für mich eigentlich kein Thema. Mein Körper funktioniert soweit ganz gut. Warum soll ich mir denn dann Gedanken darum machen? Deshalb bin ich auch nur beim Arzt, wenn ich eine Krankschreibung brauche. Eigentlich ist es ganz einfach, gesund zu bleiben. Man sollte nichts übertreiben. Und schon hat man keine Probleme mehr. Ich habe früher geraucht. Damit habe ich aufgehört. Und jetzt geht es mir wirklich besser. Rauchen schadet auf jeden Fall der Gesundheit. Das lässt man besser bleiben. Und auch Alkohol sollte man nicht zu viel trinken. Aber so 1-2 Bierchen am Feierabend sind schon in Ordnung, finde ich. Nummer 19. Vor 2 Jahren ging es mir gesundheitlich sehr schlecht. Naja, damals haben wir uns getrennt, mein Freund und ich. Und ich hatte sehr oft Kopfschmerzen
und habe schlecht geschlafen. Deshalb habe ich auch zu viele Tabletten geschluckt. Aber zurzeit geht es mir zum Glück wieder sehr gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Denn wenn es mir gut geht und ich keine Probleme mit meinem Partner und nicht zu viel Stress im Job habe, dann schlafe ich wie ein Baby und das Kopfweh macht mir auch keinen Ärger mehr. Mit Glück kommt die Gesundheit von ganz allein. Nummer 20. Mir ist Sicherheit wichtig. Ich lasse meine Gesundheit regelmäßig kontrollieren. Dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist und bin beruhigt. Es gibt ja diese Untersuchungen, die die Krankenkasse bezahlt. Da schaut der Arzt meinen ganzen Körper an. Und wenn er ein Problem findet, kann er es gleich behandeln. So sind die Chancen besser, dass man keine großen gesundheitlichen Probleme bekommt. Natürlich gehe ich nicht wegen jedem Schnupfen gleich zum Arzt, aber wenn ich Schmerzen habe und nicht weiß, wo die herkommen, dann lasse ich das schon untersuchen. Insgesamt bin ich so ungefähr einmal im Monat beim Arzt.